Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute soll es um eine kleine Zeitgeschichte gehen. Und zwar hatte Pringles in den letzten Jahren einmal vor, fettfreie Pringles auf den Markt zu bringen. Ihr habt richtig gehört, komplett fettfrei. Nicht fettreduziert oder fettarm, nein, komplett freie Pringles. Quasi die Zero-Variante der Chips. Man wollte damit so ein bisschen auf diesen Cola-Zero-Hype aufspringen und wollte das natürlich auch in die Chips-Welt übertragen können. Und ich glaube, wäre das ordentlich gelungen, dann hätten wir jetzt wirklich richtig, richtig coole fettfreie Pringles-Chips. Und ich glaube, wir würden uns alle darüber freuen. Doch wie wollte man denn das Ganze anstellen? Das Ganze wollte man mit dem synthetischen Fettersatzstoff Olestra anstellen. Dieser besteht aus Estern und Saccharose. Doch was dabei nicht beachtet worden ist, und das ist eigentlich das komplett Überraschende, denn diese Pringles gab es tatsächlich auch frei auf dem Markt erhältlich. Man kann sie mittlerweile auch noch kaufen, da gibt es wohl noch etliche Restbestände. Aber was davor wohl nicht aufgefallen ist, dass das Ganze wohl ordentlich auf die Darmflora schlägt. Und zwar beklagten sich fast jeder, der diese Chips am Ende gegessen hat, und die gab es, wie gesagt, frei verkäuflich im Markt. Das muss einem natürlich zu denken geben, das sagt natürlich auch viel über die Lebensmittelindustrie in Amerika aus, aber das Ganze gab es auf dem Markt frei erhältlich. Die Leute, die das wirklich gegessen hatten, hatten mit einer hohen Mehrheit bis zu 99% danach Probleme mit ihrem Darm, also im Endeffekt Dünnschiss. Das ist etwas, was natürlich sehr schade ist. Ich hoffe, die Forschungen von Pringles gehen hier noch weiter und man versucht weiter, diese Zero-Chips irgendwann rauszubringen, denn ich denke, die Menschheit wartet so ein bisschen darauf. Ich glaube, wir würden uns alle darüber freuen, wenn wir endlich fettfreie und vielleicht am Ende sogar kalorienarme bis kalorienfreie Zero-Chips hätten. Ja, es gibt ja mittlerweile, glaube ich, auch schon so 0 oder 1 Kalorien-Nudeln oder sowas gibt es ja auch mal. Also die schmecken wahrscheinlich wie Kaka. Aber trotzdem, es ist ja ganz interessant. Dementsprechend, was sagt ihr zu den fettfreien Pringles? Hättet ihr sie trotzdem gerne mal probiert? Trotz, dass ihr wisst, dass Olestra wirklich nicht sehr gut für die Darmflora ist. Wie gesagt, ein ganz interessanter Stoff eigentlich, der hätte es sehr, sehr weit bringen können. Man konnte damit wirklich sehr, sehr gut frittierte Produkte wie Pommes oder Chips eigentlich herstellen und das war vom Geschmack her sehr, sehr ähnlich. Also es kam super, super nah dran. Also es hätte wirklich die Zukunft sein können, wenn da halt nicht diese Unverträglichkeit mit dem Darm gekommen wäre. Trotzdem, was sagt ihr zu dieser Idee? Findet ihr die gut oder sagt ihr, wenn wir dann schon mal Chips essen, ja, dann kann es auch ein paar Kalorien haben und ein paar Fette und dafür isst man es dann einfach weniger häufig, aber dann mit Genuss. Aber schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.